Und damit willkommen zur Super Mario Bros. X Levelbörse. In Zukunft plane ich ein Projekt, Let's Play Your Levels, bei dem ich eure SMBX Level und kurzen Episoden spielen werde hier auf meinem Kanal, mit Commentary und so weiter im Deutschen. Wie schickt ihr mir Level ein, ist jetzt wahrscheinlich die Frage. Ihr schickt mir Level einfach ein, indem ihr die auf Broadbox, Mediafire, bla 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 hochladet, von mir aus auch Google, bla bla bla, was dann Upload-Seiten gibt. Und ihr schreibt mir den Download-Link in die Kommentare dieses Videos. Dann kann ich mir die runterladen und einmal angucken. Und wenn die einen guten ersten Eindruck machen, werde ich auch spielen. Eigentlich werde ich auch alle spielen. Nur wenn mir halt jemand ein Kaizo oder Trash-Level einsendet, werde ich das Ganze nicht spielen. Was ein Kaizo-Level, schwierige Level, die ohne Save-States so ziemlich nicht möglich sind. In SMBX gibt es keine Save-States. So. Trash-Level sind einfach sowas wie, wenn man Trollololololol oder sowas als Hintergrundmusik dauerhaft einblendet, etc. Das ist wirklich nervig. Ich habe hier im Hintergrund einmal, so zur Orientierung, ein altes Level von mir eingeblendet. Das ist Sky Ruins, hat eine lange Geschichte, das Level. Die möchte ich jetzt hier nicht weiter beleuchten. Das habe ich damals zum SMBX Level Contest 11 gebaut. Ist mit, ich glaube, irgendwas mit 7 Punkten in Tier 5 von 8 gekommen. Also obere Hälfte. Das ist jetzt hier nicht so ein perfektes Level, aber ich finde das schon ganz in Ordnung. So für Anfänge. Keine Sorge, wenn ihr mir ein Vanilla-Level oder so macht, ist nicht schlimm. SMBX, wenn ihr es noch nicht habt, könnt ihr einfach downloaden, indem ihr auf die SMBX-Foren geht und dann den Download sucht. Ich liebe Telefonklingeln in Aufnahmen. Wundervoll. Und nein, ich nehme es jetzt hier nicht nochmal auf. Solche kleinen Easter Eggs sind hier auch immer ganz nett. So, ihr leitet euch das einfach runter. Mir ist egal, welche Version. Ob jetzt 1.3, 1.3.0.1, Luna Lua oder 2.0 seems legit. Das ist mir relativ egal. Allerdings solltet ihr anmerken, dass ich lediglich mit den 5 Vanilla-Charakteren, also Mario, Luigi, Toad, Peach und Link spielen werde. Nicht mit den 2.0-Charakteren Zelda, Ninja, Bomberman etc. Das werde ich nicht machen, deswegen bitte achtet darauf, dass eure Level mit diesen 5 Charakteren spielbar sind. Ihr könnt mir auch gerne einen Charakter beischreiben, mit dem ich spielen soll, sonst nehme ich einfach Mario Luigi. Das sind die Standardcharaktere. So, ein relativ ausführliches Tutorial. Jetzt war der Mauszeiger, glaube ich, im Bild. Boah. Ich spiele es übrigens gerade hier live. Wo war ich? Ach ja, ein Tutorial findet ihr auf den Foren. Wenn ihr Hilfe braucht, melde ich euch auch auf den Foren. Das Ganze ist im Englischen, aber relativ gut verständlich, wie ich finde. Ich habe das als 12-Jähriger verstanden und ich bin nie gut in Englisch gewesen. Also alles machbar. Ich bin total aus der Übung. Wenn ihr weitere Anreize zu SMBX-Leveln haben möchtet, dann einfach mal auf meinen Kanal gucken. Ich habe da schon bereits 3 Episoden gespielt. Mario & Luigi Delightful Adventure, Super Mario Land Returns und Super Mario Castle Quizzes, alles 3 ganz gute Episoden. Ihr müsst keine Kastengrafiken und sowas grafiken, ja. Benutzen könnt ihr aber gerne machen. So, was heißt kurze Episoden, die ihr mir auch einschicken könnt? Das sind Episoden bis maximal 5 Level. Die werde ich auch spielen und wenn ihr mir längere einsendet, kommt drauf an, wenn sie gut sind, mache ich da gerne ein ganzes Let's Play draus. Und bis 5 Level wird dann ein Video, höchstens 2 Videos. So, dieses Level hier habe ich zum Beispiel in 5 Abteile unterteilt. Mittag, Abend, Nacht. Ihr könnt natürlich auch hier solche Gadgets einbauen. Und hier oben kommt man nur mit blauen Switch weiter, genau. Den kann man sich da vorne abholen. Ja, wenn ihr wollt, dass ich ein SMX-Tutorial mache, einfach in die Kommentare schreiben, dann erkläre ich so nochmal genau, wie man solche Level hier macht. Und ich hatte auch mal vor, irgendwann, hier war ein One-Up, ne? Ja, das weiß ich wohl noch. Und ich hatte mal vor, live so eine Episode zu erstellen im Super Mario 64 Style. Wenn ihr Lust drauf habt, gerne auch mal in die Kommentare schreiben oder ich mache eine Abstimmung draus. Das wäre dann so ein Livestream-Projekt. Ja, und mehr habe ich nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen und Einschicken. Wir sehen uns.